Hallo und herzlich willkommen, ich bin's, euer Gornel, wir sind zurück bei Mario Kart Wii und Geistertal. Eine kurze Strecke zum Einstieg und da kann ich dann auch ganz schnell mal versuchen, mein Thema darzulegen, worüber ich heute reden will. Mir geht es, ihr habt vielleicht im letzten MKW-Part gemerkt, da war ich mega gut drauf und mir geht's heute auch ganz gut. So, aber ich bin momentan in so einer, ich bin momentan mal wieder so ein bisschen in der Nachdenklichen. Und da ist mir heute Morgen, als ich mal durch die Bild.de Startseite geblättert habe, was aufgefallen, beziehungsweise ein paar Aussagen. Um genauer zu sein, geht es da um Aussagen, die rund um den Fall Hoeneß getätigt wurden. Ich möchte jetzt nicht wieder explizit auf diesen Fall zu sprechen kommen, weil es viele auch wahrscheinlich nicht interessiert. Aber er ist halt auch momentan so, ja... es ist halt jetzt einfach gerade auch das Beispiel, wo mir das wieder aufgefallen ist und wo mich einfach das, wo mir das aufgefallen ist, was mich krass stört, und darüber werden wir gleich reden. So, um das nur nochmal kurz zu erklären, der Hoeneß, ihr kennt ihn ja sicher alle, Präsident vom FC Bayern, war jahrelang Manager des FC Bayern und hat diesen FC Bayern zu dem großen Verein gemacht, der er heute ist. Und ja, Uli Hoeneß hatte ein Konto in der Schweiz und hat mit diesem Konto in der Schweiz an der Börse und auf dem freien Markt oder so gezockt. Mit sehr, sehr großen Millionenbeträgen wahrscheinlich, so wie es ausschaut. Das weiß man alles nicht ganz genau. Man kann das nur mutmaßen. Auf jeden Fall hat er bei diesen Tätigkeiten diese Steuer für diese Zockergewinne nicht gezahlt und deswegen halt Steuern hinterzogen. Was das rechtlich genau bedeutet, weiß ich nicht. Auf jeden Fall geht es halt darum, dass er Steuern hinterzogen hat. Uli Hoeneß war für mich immer ein sehr großer Mann, ist er immer noch, aber das ist natürlich auch etwas, was klar auch verhandelt werden muss, aber das macht man vorm Gericht. Und ich komme jetzt ein bisschen so in die moralische Schiene rein und darüber werden wir dann gleich reden. So, bei allem, was ich jetzt sage, kann man mir natürlich ein wenig den Fan vorwerfen oder so, aber vielleicht schaffe ich es auch noch, das ein wenig zu revidieren während des Argumentationsverlaufs. Fangen wir erstmal an. Also Uli Hoeneß ist erstmal... wie wollte ich jetzt anfangen? Oh, das war jetzt ein bisschen scheiße. Wie wollte ich jetzt anfangen? Ihr kennt ja alle Uli Hoeneß, denke ich mal, ne? Ist ne, Bayernmacher und so, alles gar kein Ding. Und... so, und genau, und der FC Bayern hat jetzt vor kurzem in seinem Aufsichtsrat darüber entschieden, ob Uli Hoeneß aus all seinen Positionen herausgenommen werden soll oder ob er weiterhin im Amt bleiben darf, als Präsident, als Aufsichtsratsvorsitzender, glaube ich, und so weiter und so fort. Und der Aufsichtsrat hat sich einstimmig 8:0 dafür entschieden, dass Uli Hoeneß im Amt bleibt. Das ist so erstmal die erste Aussage. Darauf gab es natürlich Diskussion und natürlich auch Aussagen, und darüber werden wir jetzt einfach mal kurz reden. Und zwar prinzipiell geht es erstmal darum, dass innerhalb der Bundesliga, zumindest diejenigen, die sich geäußert haben, da relativ loyal zu gehandelt haben und einfach gesagt haben, dass Uli Hoeneß so... dass man sich nicht vorstellen kann, dass Uli Hoeneß der Bundesliga irgendwann nicht mehr zugehörig ist, weil er halt einfach ein großer Mann der Bundesliga ist und sehr viel auch und so weiter. Aber darum geht es jetzt auch gar nicht. Ich will jetzt auch gar nicht auf diese sportliche Schiene. Ich will eher auf die Schiene, wo die Leute auf der Straße befragt wurden und was da einige gesagt haben. Ja. Und zwar gab es dann Aussagen, die wie folgt lauteten. Uli Hoeneß hätte nicht im Aufsichtsrat und so weiter bleiben dürfen, weil er hat einen Fehler gemacht, und jeder normale Mensch wird immer direkt, wenn er Fehler gemacht hat, in den Knast geschoben und hat keine Chance und bla, und deswegen weg mit dem, der nur weil der berühmt ist, soll der da nicht geschont werden, weg, weg, weg. Und es gab natürlich auch einige, das ist so eine 50-50 Frage, ja, 50% sind der Meinung, dass es in Ordnung ist und dass Uli Hoeneß im Amt bleiben sollte, aber 50% sind halt auch der Meinung, weg mit dem und so weiter und so fort. Und da gab es dann halt einfach die Aussagen, dass das nicht in Ordnung sei, er hat einen Fehler gemacht, deswegen weg mit dem, absägen, der ist nicht mehr haltbar und so weiter und so fort. So. Und jetzt kommt einfach meine Frage ins Spiel, und das ist jetzt nicht nur bei Uli Hoeneß so. Ich habe mich das tatsächlich, vielleicht lachen mich jetzt einige aus, ich habe mich das damals auch bei der Gutenberg-Affäre gefragt. Und bei der Affäre um den CDU oder CSU-Politiker, der mit der 17-Jährigen im Bett war, irgendwo im Hotel und von Liebe sprach, der musste ja auch zurücktreten. Geht's gleich weiter. So, und das ist auch der Punkt, wo ich gesagt habe,
Eventuell kann ich es damit ein wenig revidieren, dass da nur der Fan-Gedanke aus mir spricht und ich deswegen zu Uli Hoeneß halte und gleich meine Aussagen tätige, wie ich sie tätige. Ich fand aber auch jetzt nicht in Ordnung, dass zu Gutenberg so abgesägt wurde oder so zurücktreten musste. Völlig nicht in Ordnung fand ich das bei dem CDU-CSU-Politiker, ich weiß es nicht mehr, der war 39 oder so oder Anfang 40 und hatte mit einer 17-Jährigen, glaube ich, Sex und hat sich mit der im Hotel getroffen und so. Musste zurücktreten. Warum musste der zurücktreten? Nicht, weil das nicht rechtens war oder so, da war noch nicht mal eine Straftat oder so. Der musste einfach nur zurücktreten, weil das geht ja nicht, man kann ja nicht und so. So. Und genau das ist ja auch der Punkt bei der ganzen Uli Hoeneß Sache. Die Frage ist halt einfach nur, der hat einen Fehler gemacht, so. Das ist unbestreitbar, ja, und da will ich ja auch überhaupt gar nichts gegen sagen. Der hat einen ganz, ganz, ganz großen, ganz, ganz, ganz scheiß Fehler gemacht, ja. Und ich war sehr, sehr traurig und auch ein wenig, ich war auch ein wenig irritiert, wie dieser Mann, den ich echt für einen sehr großen Mann halte, sowas machen konnte. Wie er so mit meinen Gefühlen spielen konnte. Nee, es hat mich einfach auch persönlich ein wenig getroffen, weil ich ihn halt, wie gesagt, als sehr, sehr schlauen und sehr, sehr guten Mann ansehe und viel von ihm halte. Einfach auch für das, was er gemacht und geleistet hat. So, jetzt ist halt nur die Frage, in was für einer Gesellschaft wollen wir denn leben? Ja, und das macht mir ein bisschen Angst. Das macht mir tatsächlich Angst, ja, das macht mir große Angst. In was für einer Gesellschaft wollen wir leben? In einer Gesellschaft, wo, wenn man einen Fehler macht, man sofort abgesägt und den Boden unter den Füßen verlieren muss, nur weil das ja nicht mehr tragbar ist und Haiti-Tai. Wisst ihr, das ist so der Punkt, wo ich mir denke, Alter, das geht doch einfach nicht. Das kann doch einfach nicht dann das Ende vom Lied sein. Ja, Menschen machen Fehler, auch große Fehler, ja, davor ist niemand geschützt. Das kann jedem passieren. Ja, ihr müsst nur zur falschen Zeit, am falschen Ort, in der falschen Situation sein. Und dann zack, habt ihr auf einmal Menschen abgestochen. Das hört sich jetzt rabiat an, ja, und das ist jetzt auch ein wenig übertrieben. Aber so, es ist einfach so möglich, ja. Wer weiß, in was für einer Situation, man kommt. Das kann man nie wissen, was dann auf einmal abgeht. Zack, da schubst hier irgendjemanden aus Wut und ihr habt den, was weiß ich, Genick gebrochen, weil er falsch aufgekommen ist. Oder er ist querschnittsgelähmt, weil er falsch aufgekommen ist. Und ihr wolltet das vielleicht auch gar nicht, ja. Ihr hattet vielleicht nicht die Absicht dazu, aber das kann passieren. Ja, ja, in einem Streit. Oh, und dann wird niemand sagen, ja, okay, ist schon in Ordnung. Dann werdet ihr natürlich auch verurteilt. So, und das ist jetzt der Punkt. Sowas kann passieren. Ja, und das ist natürlich jetzt ein bisschen übertrieben, aber sowas kann passieren. Was ist dann, was wünscht man sich denn in so einer Situation? Okay. Ich glaube, das war ein... Alter, ich glaube, das war ein Flugzeug oder so, was relativ, Alter, meine Audacity-Spur ist auch mega abgefuckt. Ich weiß nicht, warum. Tut mir leid, wenn sich das Video scheiße anhört. Ich weiß nicht, ich glaube, mein Mikro geht kaputt. Wäre natürlich der optimale Zeitpunkt, das T-Bone zu benutzen, aber ich kann mir die Ständer nicht leisten. Wenn mir irgendjemand die Ständer schenken möchte, er kann sich gerne melden. So. Auf jeden Fall. Was wollte ich sagen? Jetzt bin ich rausgekommen wegen dem Flugzeug, genau. Ja, es ist natürlich ein wenig übertrieben, aber es kann immer mal irgendwie etwas passieren, dass man falsch handelt und einen Fehler macht. Und das kann auch mir passieren, ja. Ich nehme mich da ja gar nicht raus. Und das ist auch der Punkt, wovor ich Angst habe. Stellt euch mal vor, mir passiert ein Fehler. Dann hofft man doch, dass die Freunde und die Leute, mit denen man eng miteinander verbunden ist, dass die zu einem halten, oder nicht? Das ist doch eigentlich so der große Wunsch, den man dann da hat. Und genau darum geht es doch auch. Und dass die Politiker alle zurücktreten mussten, hier in Gutenberg, der hat eine Doktorarbeit gefälscht, ja, das fand ich auch nicht in Ordnung. Aber das hatte jetzt, warum er das gemacht hat und so, das weiß ich ja auch nicht, ja, ich kann ja nicht in seinen Kopf gucken, ich weiß nicht, was dahinter steckte. Aber er musste zurücktreten, obwohl er vielleicht gute Politik gemacht hat, ich weiß es nicht. Da kenne ich mich auch nicht mit aus. Ich war nur einfach prinzipiell
verstört oder geärgert, weil es halt so, ja, der musste ja nur zurücktreten, weil dann, weil es nicht mehr, es hätte wahrscheinlich ein paar Stimmen gekostet, weißt du, und das ist alles einfach, und dann aber drischen alle auf ihn ein, ja, die, die ihm vorher noch den Arsch geleckt haben, die stehen dann da in erster Reihe und sagen, der muss aber weg, der muss aber, so ein böser Mann, ey, na ja, jetzt kann ich endlich seinen Job machen, ja, ich krieg das Geld, was der verdient hat, ja, und in so eine Gesellschaft macht mir Angst. Fehler passieren. Kein Mensch ist davor gefeilt, ja. Kein Mensch ist davor, sicher mal nicht einen Fehler zu machen. Fehler müssen auch bestraft werden. Aber muss man deswegen die Menschen auch komplett entsozialisieren und rausnehmen und, ja, das, ich weiß nicht. Das stört mich einfach. Ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll. Es macht mir einfach Angst. Ich weiß nicht, ob ihr versteht, was ich meine, aber Uli Hoeneß hat den Fehler gemacht. Das ist große Scheiße, was er da gemacht hat. Große Scheiße. Gar keine Frage. Oh Mann! Das ist wirklich große Scheiße und es ist überhaupt nicht in Ordnung. Aber ich kann ihn deswegen doch nicht. Ich habe ihn doch gemocht und ich fand doch, ich stand doch hinter diesem Mann auf und fand es auch klasse, was der gemacht hat. Ich kann doch wegen einem Fehler jetzt nicht sagen, ja komm Alter, du bist ein Huren, verpiss dich. Ja, es wird jetzt in dem Fall, es ist ja scheißegal, aber wenn ich irgendwann mal einen Fehler machen sollte, der schwerwiegender ist, wo ich vielleicht angeklagt werden kann, keine Ahnung. Ich werde irgendwann auch reich und hinterziehe Steuern, warum auch immer. Ich will doch nicht einfach fallen gelassen werden. Und damit sich der Bogen jetzt auch irgendwie mal schließt, ja, weil das ist jetzt das letzte Rennen. Es geht ja auch gar nicht darum, dass es jetzt diese großen Dimensionen annimmt, wie bei einem Uli Hoeneß oder so, ja. Darum geht es ja gar nicht. Und man muss dazu auch sagen, Uli Hoeneß hat das Glück, dass seine Frau und seine Familie hinter ihm stehen. Und jetzt anscheinend erstmal auch noch der Verein, ja, und das finde ich prinzipiell genau das richtige Zeichen, ihn nicht direkt rauszuschmeißen. Denn erstmal ist er noch nicht verurteilt, solange bleibt einfach die Unschuldsvermutung bestehen. Und er hat auch einfach viel für den Verein geleistet. Und der Verein steht momentan vor der Chance zum Triple. Und es wäre schade, wenn ein Uli Hoeneß das nicht mehr als Präsident miterleben dürfte, weil er einfach so viel in diesem Verein gemacht hat. So, und dann finde ich es einfach gut, dass die Leute, die den Uli Hoeneß dann auch die Chance gegeben hat, so einen Verein im Aufsichtsrat zu führen und so weiter. Weil Uli Hoeneß ist ein sehr großer Teil für den FC Bayern, der da den Erfolg in solchem Ausmaße hingebracht hat. Ja, finde ich es einfach gut, dass er nicht direkt abgesägt wurde. Warum auch immer, ob das jetzt einfach mal wegen, ich finde es einfach ein gutes Zeichen. So, und Uli Hoeneß ist einfach ein, trotz allem, ein guter Mensch und wie gesagt, und damit sich der Kreis jetzt schließt, ja, es geht ja nicht immer so um so große Vergehen oder so. Ja, das ist ja gar nicht der Punkt, aber hier, ihr seid Bäckerei-Fachverkäuferin, klaut euch ein Brötchen, weil ihr gerade kein Geld dabei habt und unendlich Hunger habt oder was weiß ich, wollt ihr dann direkt gefeuert werden? Nein, wollt ihr nicht, und genau das ist doch der Punkt. Aber, weil sowas passiert, sind die Leute natürlich auch da, setzen sich in die Bildkommentare, die noch schlimmer sind als die YouTube-Kommentare, und fangen an rum zu schlabökern. Ja, bla bla, der muss doch weg, weg mit dem in Knast, der Affe, sowas geht doch nicht. Ja, aber wollt ihr es denn für euch selber so? Wenn ihr einen Fehler macht, wollt ihr so angegangen werden? Ich denke nicht. Ja, wir müssen doch alle mal ein bisschen, es geht doch nicht. Ja, es fängt ja bei kleinen Sachen an. Ja, die Sache, wo sich eine Angestellte eine kalte Frikadelle vom irgendwie gegessen hat und deswegen gefeuert wurde. Wollen wir so eine Gesellschaft? Ich weiß nicht, ob es rausgekommen ist, was ich sagen wollte, aber es macht mir einfach ein bisschen Angst. Warum müssen wir immer so mit negativen Gefühlen an die Sache rangehen? Und warum müssen wir, wenn jemand einen Fehler macht, den immer direkt gleich die Pistole an den Kopf setzen und sagen, verpiss dich oder ich knall dich ab? Warum kann man nicht mal mit Menschen, die einen Fehler gemacht haben, umgehen, wie man mit Menschen umgehen sollte? Der Fehler muss natürlich eingeräumt werden und der Fehler muss natürlich auch verhandelt werden und so weiter und so fort, aber trotzdem
Ich weiß nicht. Ich finde es nicht so gut. Ja. Ich weiß nicht, in was für einem Medium ich als Grundschullehrer irgendwann Fehler machen kann. Ja. Ich könnte da natürlich nur meine Machtposition ausnutzen, und das ist ein Fehler, der ist natürlich so an den Beruf gekoppelt, dass das zwangsläufig damit zusammenhängt, dass ich den Beruf verlieren würde. Deswegen werde ich natürlich auch niemals im Leben sowas machen. Ja, aber wenn man etwas, die Steuerhinterziehung hat jetzt vom privaten Uli Hoeneß, hat jetzt wenig mit dem FC Bayern Uli Hoeneß zu tun. Ja, es ist einfach nur der gleiche Mensch, aber es ist was ganz Getrenntes, was Privates, was er gemacht hat. Und ja, keine Ahnung. Ich finde es einfach schade, dass, wenn Menschen Fehler machen, vor allen Dingen auch Menschen in der Öffentlichkeit, dass sie immer so, dass immer nur mit Rücktritt, dass es nur mit Rücktritt zu verkraften ist, ja. Was ist, ich weiß nicht, ob das eine gute Message ist. Mach einen Fehler und du musst dich verpissen. Das ist ein so unglaublicher Druck, wie ich finde. Weil kein Mensch ist fehlerfrei. Ja, machen wir uns nichts vor. Ich weiß nicht, ob da jetzt rausgekommen ist, was ich euch irgendwie mitteilen wollte, aber mir macht so eine Gesellschaft Angst. Bis dann und ciao, tschüss, euer Kornel.